Sehr verehrter Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren Kollegen. In dieser Debatte geht es um einen Antrag der Freien Wähler und CSU über die Aufteilung des CO2-Preises zwischen Mieter und Vermieter sowie um die stärkere Förderung energetischer Sanierungen. Die CSU und Freien Wähler geben vor, hier die Mieter entlasten zu wollen, indem sie den Preis für die CO2-Abgaben den Mietern aufbürden wollen. Also der Mieter soll von mehr umgelegten Kosten des Vermieters entlastet werden, indem er genau diese Kosten jetzt vollständig tragen soll. Ja, so eine Schlussfolgerung ergibt auch nur für eine Altpartei Sinn. In diesem Fall für CSU und Freie Wähler. Sie können deshalb auch solche Anträge mit heuchlerischer Begründung durch den Landtag schicken, weil die Medien konsequent das Altparteikartell schützt und uns die AfD, die einzige patriotische Kraft, unterdrückt und totschweigt. Kämen die GEZ-zwangsgebührenfinanzierten Medien tatsächlich ihrem Rundfunkstaatsvertrag nach und würden die Bürger tatsächlich erfahren, was sie hier teilweise treiben, dann sähe die Parteienlandschaft ganz anders aus. Ich nenne mal nur Frankreich als jüngstes Beispiel. Aber dabei haben Sie es ja bei diesem Antrag nicht bleiben lassen. Nachdem Sie ja den Vermieter von der CO2-Abgabe entlasten wollen, soll er noch dafür belohnt werden, dass energetische Sanierungen von Mietwohnraum noch mehr gefördert wird. Abgesehen davon, dass solche energetische Sanierungen mit Umlagen wieder der Mieter zusätzlich tragen darf, befeuern Sie mit solchen Aktionen die bereits angeheizte grüne Inflation. Wobei, das sollte man schon betonen, gerade energetische Sanierungen, die Sie ja zur Entlastung des Mieters fordern, führen zu den drastischsten Mieterhöhungen, also können die Mieter am härtesten treffen. Und genau das, was für den schwachen Mieter, für seine wirtschaftliche Existenz am gefährlichsten ist, ja genau das wollen Sie noch weiter fördern. Der Antrag ist Hohn und Spott für den Mieter, den Sie zu entlasten vorgeben, aber damit in Wirklichkeit noch weiter und sogar doppelt belasten. Denn in Wahrheit ist dieser Antrag mal wieder ein Geschenk für die Klimalobby, der Sie nicht genügend Milliarden Steuergelder in den Rachen werfen können. Nein, der deutsche Mieter, der es wahrlich schwer genug hat, wird von Ihnen, werte Damen und Herren Kollegen, gnadenlos bis zum letzten Tropfen ausgepresst. Wir lehnen daher diesen irren Antrag ab. Stimmen Sie für unseren Antrag. Wir fordern in schlichter Weise die Abschaffung der gesamten CO2-Abgaben. Davon profitieren Vermieter und Mieter gleichermaßen. Und Ihr verhätscheltes Sorgenkind, die Klimalobby wird es verkraften, versprochen. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass sämtliche Corona-Beschränkungen aufgehoben werden müssen.